Hallo Leute, ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich war mit meiner Familie auf einen Spaziergang. Wir wollten Pilze sammeln gehen und jetzt sind die alle auf einmal verschwunden und ich bin hier ganz alleine. Oh Mann, ich muss irgendwie meine Mama und meinen Papa wiederfinden, aber ich weiß gar nicht, von wo ich gekommen bin. Oh Mann, Leute, könnt ihr mir bitte helfen? Oh, wenn ihr wollt, dass ich meine Familie wiederfinde, dann lasst bitte ein Like da. Schaffen wir das in 3 Sekunden? 3, 2, 1. Dankeschön, Leute. Jetzt finde ich die ganz bestimmt. Oh, hier ist ein Boot. Oh, oh, oh. Ich bin noch nie mit einem Boot gefahren. Oh Mann, Leute, ich muss jetzt Da ist jemand. Oh, wie cool. Der kann mir bestimmt weiterhelfen. Und Angel rausschmeißen. Oh, hallo? Entschuldigung? Hä, wer bist denn du? Ich hab mich hier verlaufen. Ich suche meine Eltern. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Müsstest du mein Freund sein? Ich suche eigentlich nur meine Eltern, Luis. Aber, weißt du, wie ich aus dem Wald hier rauskomme? Nee, ich bin hier groß geworden. Ich wohne hier. Oh Mann, Leute, wenn er hier wohnt, kann er uns bestimmt weiterhelfen. Kannst du mir vielleicht helfen, meine Eltern wiederzufinden? Deine Eltern verloren? Ja. Naja, ich könnte meine Eltern zeigen, aber deine weiß ich nicht. Vielleicht kennen deine Eltern ja meine Eltern. Dann, bring mich zu deinen Eltern. Das wäre richtig nett von dir, Luis. Ja, komm mit. Das stimmt. Alte Leute kennen sich immer, ne? Also, so alt sind meine Eltern jetzt gar nicht, Leute. Aber wir folgen Luis einfach mal. Ich meine, Leute, er ist ein kleiner Junge. Was soll da schon schief gehen? Okay. Kommst du? Nicht so schnell, Luis. Ich bin gleich okay. Da. Ich bin schon hier. Über das Wasser? Okay. Oh, Leute, ich folge Luis jetzt einfach. Ich hoffe, er macht keinen Blödsinn. Oh, Luis, ist es noch weit? Ja? Ich kann nicht mehr. Nee, das ist direkt hier vorne, aber guck mal. Da ist ein Ei. Oh, okay. Komm schon, wo... Boah. Leute, was ist das denn für ein gigantisches Haus? Und das ist hier mitten im Wald? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Luis? Ja, wie heißt du überhaupt? Warte mal bitte. Was ist das für ein riesengroßes Haus da vor uns? Das ist unser Haus. Aber, naja, komm erst mal mit. Okay. Anscheinend, Leute, scheint Luis seine Eltern echt reich zu sein. Ich meine, das ist eine riesengroße Bergvilla. Oh Mann, die kennen bestimmt meine Eltern. Luis, aber wie kommen wir denn jetzt da hoch? So, jetzt zeigst du, wie man da hochkommt. Eigentlich ist das richtig easy. Was denn? Leute, was ist mit Luis passiert? Luis, du hast dich gerade irgendwie verwandelt. Ja, du natürlich. Ich bin ein Gestaltenwandler. Du kannst ja sogar fliegen. Na klar, jetzt komm mit hoch. Leute. Luis kann richtig fliegen. Luis, aber ich kann doch nicht so fliegen wie du. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Hä, du kannst nicht fliegen? Nein, seit wann können... Ja, dann lauf außen rum. Aber Leute, seit wann können Menschen denn fliegen? Ich fass es nicht. Okay, ich muss da jetzt irgendwie hochlaufen, meint er. Okay, ich hoffe, die haben irgendwie wenigstens eine Treppe oder sowas. Ich bin gleich da, Luis. Warte auf mich. Ja, los. Ich habe auch drin eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Okay. Ja. Okay. Sag mal, wo ist denn der Eingang, Luis? Der Eingang, der ist hier. Komm her. Habt ihr keine Türe oder sowas? Nee, wieso? Wir fliegen hier hoch und dann hier. Die haben nicht mal eine Haustür. Er sagt, die fliegen. Na, was heißt die? Das heißt es etwa, es gibt noch mehr von... Okay. Luis, sicher, dass ich da jetzt rein darf? Ist auch niemand zu Hause? Ich kann mal gucken. Mama, Papa? Nee, ist keiner da. Komm runter. Darf ich wirklich? Ja, natürlich. Okay. Aua. Das hat wehgetan. Boah. Luis. Ihr habt ja eine... Ja, das Ding ist aber...
Naja, eigentlich meinten meine Eltern, ich soll hier niemanden mit reinbringen, weil draußen viele Menschen sind. Und... Wie keine Menschen? Was meinst du? Aber du bist ja kein Mensch, oder? Nein, natürlich bin ich kein Mensch. Ich bin ein Marienkäfer-Flugdinosaurier. Oh, was? Mhm. Richtig selten, habe ich gehört. Naja, aber meine Eltern sind bis morgen nicht hier. Also, wenn du möchtest, bis du deine Eltern gefunden hast, kannst du ja hier schlafen. Ich darf hier in eurer großen Wohnung übernachten? Ja. Boah, das ist richtig lieb von Luis, Leute. Habt ihr hier ein Bett für mich, dass ich da auch schlafen kann, Luis? Natürlich, hier, da kannst du schlafen. Guck mal, sogar in deiner Farbe. Oh, ihr habt sogar einen Gameboy, da kann ich die ganze Nacht spielen, Leute. Danke, Luis. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin noch ein bisschen jünger, aber ich bin 111. Ich bin schon 123. Luis, ich bin echt müde. Wäre es okay, wenn ich mich jetzt hinleg? Ja, na klar. Flieg nochmal, einmal um die Welt. Bis gleich. Okay, Luis. Boah, Leute, er fliegt ja einfach raus. Guckt euch das an. Boah, ich fass es nicht, Leute. Okay. Er meinte, ich darf jetzt so lang hier bleiben. Also, das ist ja echt nett von Luis, aber ich... Okay. Ich mach das mal lieber zu, nicht, dass doch jemand hier einbricht. Oh Mann, Leute. Aber echt eine richtig coole... Was ist denn das? Da ist irgendwie so ein... Eine Statue oder irgendwie ein... Okay. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich... Luis? Hä? Ich dachte, du bist schon im Bett. Snuffelst du rum? Ich wollte fragen, was ist das da vorne? Nicht. Gar nichts. Das ist gar nichts. Okay. Ja, tut mir leid. Ich leg mich jetzt schlafen, ja? Bis morgen. Oh. Gute Nacht. Ja, bis morgen. Schatz? Ja? Schatz? Ja, ich bin doch gleich da, Mensch. Komm rein. Oh. Ja? Oh, was ein Arbeitstag heute. Oh, ich bin so müde. Lass mal ins Bett gehen, Schatz. Okay. Geh du schon mal vor, ich muss meinen Anzug noch wegpacken. Oh, Leute, ich hoffe, die sehen mich nicht. Was zur Hölle und was sind das für komische Monster? Oh, was macht der da? Bitte nicht zu... Oh. Er geht da irgendwo nach unten. Wie hat er... Oh Mann, Leute. Oh Mann. Ich hoffe, die finden mich hier nicht. Die dürfen auf keinen Fall hier in dem Schlafzimmer nachgucken. Mann, Luis meinte doch, die kommen erst morgen wieder. Und was hat er außerdem für komische Eltern? Das sind... Oh, oh. Oh, er kommt wieder, Leute. Wie kommt er hier hoch? Oh, Schatz. Ich komme ins Bett. Oh. Oh, ja, beeil dich. Oh, ja, Schatz. Oh, Leute. Die sind jetzt Gott sei Dank ins Bett gegangen. Ich muss hier ganz schnell weg. Das darf doch nicht sein. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich muss hier raus. Ich muss hier... Hier raus? Aber nein, warte mal. Wie soll ich denn hier rauskommen? Ich habe doch keine Superkräfte so wie die. Ich komme hier so gar nicht raus. Ich bin zu klein. Ich brauche auch irgendwie sowas Komisches wie die. Was bewegt sich hier? Was ist das? Hallo? Ich darf nicht schreien. Hallo? Luis, bist du's? Luis? Da ist doch jemand. Hallo? Luis, bitte sag doch was. Bist du das? Ich bin hinter dir. Luis? Hä, siehst du mich nicht? Nein, ich sehe dich nicht, Luis. Oh. Tut mir leid. War Luis, unsichtbar. Psst, deine Eltern sind wieder da. Hä, die sind schon da? Ja, du meintest doch, die kommen erst morgen wieder. Ja, kommen die doch auch. Luis, was soll ich machen? Deine Mama kommt.
Warte, warte! Ich weiß was, ich gebe dir einfach meinen Anzug! Was für ein... Hier! Was für ein Anzug? Mach das unsichtbar, rede nicht so viel! Unsichtbar? Warte, was ist das, Leute? Unsichtbar? Wie? Wie mache ich das? Der Knopf! Oh, ich bin unsichtbar! Oh. Hallo, Mutti! Hä, Luis, hast du mit jemandem gerade hier geredet? Ja, nee, ich hab mein Gameboy gespielt. Ja. Hast du wieder jemanden mitgebracht? Nein, wirklich, diesmal wirklich nicht. Luis! Papa, jetzt geh ich und schlafen. Es tut mir leid. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Was waren das für Stimmen, Frau? Ich weiß nicht. Der halluziniert mal wieder. Ich glaube, die Fähigkeiten tun ihm nicht gut. Komm, wir gehen ins Schlafzimmer. Ah, okay. Oh, Luis, geh schlafen. Oh, Schatz, lass schlafen gehen. Oh. Herr Kieb. Oh, Leute, das ist gerade noch mal gut gegangen. Luis, hier, nimm deinen Anzug wieder. Oh. Ich danke dir. Danke, dass du mir geholfen hast. Luis, wir sollten jetzt wirklich schnell weg. Zumindest ich sollte hier schnell weg. Aber das wäre doch langweilig. Guck mal, du hast ja keinen eigenen Anzug, oder? Ich habe keinen Anzug. Erzähl mir, was ist das überhaupt? Was genau seid ihr überhaupt? Das erzähle ich dir später, aber möchtest du... Wollen wir einen Anzug von meinem Vater klauen? Einen Anzug klauen? Ich wollte schon immer mal eine Superkraft haben. Ja, bitte, ich will auch eine Superkraft. Los, ja, dann mach das unsichtbar. Also, ich hab's vergessen, tut mir leid. Komm hierher. Ja, was ist da? Da ist nur ein Baum. Lauf gegen die Wand hier. Luis! Lauf, lauf, lauf! Ja, ich laufe schon. Oh, rein, rein. Mit wem redest du, Luis? Piu, 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 Spielzeug. Piu, piu. Wie bitte? Ich hab gesagt, geh schlafen, Luis. Ich wollte mir noch ein Wasser holen. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Oh, das war richtig... Wow! Leute, was ist das denn? Hier sind Spider-Man? Batman? Captain America? Deadpool? Oh Leute, was sind das für Anzüge? Ich glaube, das ist eine richtige Superheldenfamilie. Oh Mann, wo bin ich? Luis, du kannst nicht... Ja? Wie bist du hierher gekommen? Was? Luis, wie machst du das? Was meinst du? Oh Mann, Luis kann einfach durch Wände fliegen. Was eine coole Superkraft. Komm schon, ich will jetzt auch sowas können. Bitte, ich will auch so einen Anzug haben. Bitte, bitte, bitte. Ja, welchen möchtest du denn? Boah, also ich finde Spider-Man richtig cool. Spider-Man ist so cool. Aber weißt du, ich finde nur Leute cool, die fliegen können. Dreh dich mal um. Ja. Da oben. Was ist das? Nimm das da runter! Okay, Leute, ich soll das abmachen. Was? Was ist das? Das ist die ultimative Rüstung, die in meiner Familie schon seit über 100 Jahren im Besitz ist. Warte, Leute, was steht da? Iron Man's Luis? Iron Man! Wie? Was habe ich da an meiner Brust? Was ist das, Luis? Ich bin Iron Man! Wie Iron Man? Ich bin jetzt... Ein Iron Man! Wie Iron Man? Ich meine... Boah! Guck dir diesen coolen Anzug an, Luis! Boah, was? Boah! Ich will den unbedingt ausprobieren! Lass uns rausgehen! Schnell, schnell, warte. Schnell! Was ist denn los? Ich guck einmal und das Bob, ob die beiden noch schlafen, okay? Okay, mach das, Luis! Okay. Oh, wie cool. Er kann sich unsichtbar machen. Aber Leute, schaut mal. Ich bin jetzt einfach Iron Man. Okay. Boah, das muss ich ausprobieren. Aber warte mal. Wie komme ich denn hier nach... Oh, hier ist ein Knopf. Wartet. Muss den Knopf drücken. Und zack. Luis. Luis. Wir müssen schnell weg. Luis. Wir müssen raus hier. Flieg weg. Wie soll ich... Wie fliegen? Ich weiß doch gar nicht, wie das... Oh? Oh? Wie? Oh? 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 Oh?
Oh mein Gott, wie cool! Aber warte mal, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein, 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 nein. Oh! Aua! Oh! Oh! Hey, was hast du gemacht? Luis? Ja. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich habe irgendwie einen Unfall gebaut. Ist die Rüstung alles gut? Ich hoffe. Sag mal, woher habt ihr das eigentlich alles? Was seid ihr jetzt? Ich kann dir so sagen, du kennst die ganzen Supermänner? Also die Superhelden? Ja. Mein Telefon klingelt. Soll ich's rangehen? Komm schon, du musst rangehen, Luis. Soll ich auf Lautsprecher machen? Mach Lautsprecher, geh schon ran jetzt. Okay. Ja, hallo, Papa? Luis! Ja? Wo ist der Iron Man Anzug? Wir haben einen Iron Man Anzug? Luis, komm sofort zurück nach Hause und bring den Iron Man Anzug zurück. Luis, du kriegst 10 Jahre Hausarrest. Ich muss weg, Leute. Ich muss weg. Hey, nein, du hast den Anzug. Ich meinte, Papa. Tschüss. Sag mal, was ist das? Nee. Luis, was ist... Was machst du? Das war ziemlich laut. Ich hab meinen Papa gehört, glaube ich, meine Mutter. Oh nein, Luis. Was sollen wir nur... Ich weiß nicht. Was denn? Luis! Wer ist das? Oh nein! Aua! Lass mich Luis. Los! Lass ihn los! Mama, Schatz, Papa. Ich hab sie! Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Luis, wer ist das? Gib sofort den Anzug wieder her. Bitte lassen Sie mich runter. Das ist alles ein Missverständnis. Den Anzug wieder her. Ich weiß doch gar nicht, wie ich da... Tut mir leid, ich muss... Komm schon! Lumi, das bringt nichts! Lumi! Warte nicht ab mit dem Anzug! Es tut mir leid! Woher habt ihr den Anzug? Woher hast du den Anzug? Luis, was hast du getan? Luis? Luis? Wo ist der Luis jetzt hin? Schatz, er ist unsichtbar. Ich suche ihn mal. Wer bist du? Was geht hier vor sich, Leute? Aber komm schon, wir können das alles klären. Bitte lass mich... Gib den Anzug her! Gib den Anzug her! Hast du es verstanden? Ich weiß nicht. Wer bist du? Gib den Anzug her! Reicht das? Reicht das oder gibst du den Anzug her? Das Luis? Ist meine Schuld! Bitte mach was, Luis! Papa, lass ihn los! Lass ihn los! Luis? Lass ihn los! Wer ist das, Luis? Das ist kein Superheld! Pack ihn runter, bevor du ihn tötest und dann bekommst du den Ärger! Luis? Wer ist das, hab ich gesagt? Das ist Lumi! Lass ihn mich bitte erstmal runter, ja? Ich gebe ihm noch den Anzug. Bitte, komm! Gib mir jetzt den Anzug sofort! Es tut mir wirklich ganz doll leid, Papa Oktopus. Ich wollte das wirklich nicht. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Stimmt's, Luis? Ja, das ist... Luis, sei leise. Tut mir leid. Mama, sag was dazu. Ich hab Hunger. Lass das jetzt. Wir essen zu Hause. Was? Nein, tu das nicht. Luis! Mama, sag was dazu! Was soll ich dazu sagen? Er hat ihn gerade gegriffen und so! Das war sein... Dein Papa hat Hunger! Er ist ein Superheld, Luis! Wir müssen den Hunger ja mal stillen! Ihr wisst, ich habe keine Freunde wie... Luis, aber es ist ein Streuner! Nein! Das ist mein Freund! Guck mal, das Ding ist, Mama und Papa, der hat seine Familie verloren und dann habe ich den aufgenommen. Können wir den nicht adoptieren? Das ist ein guter. Wo willst du das denn wissen? Guck mal, wie der aussieht. Der hat eine kaputte Hose. Das ist, weil ich... Ich habe eine Idee. Wir adoptieren dich nur. Adoptieren? Von einer Familie mit wenn du Superkräften? Mit dem Ironman-Anzug umgehen kannst. Natürlich kann ich das. Achtung! Und jetzt fliegst du einmal um das Haus herum. Um das Haus, natürlich, das Stricki. Das war schon mal ein Strike.
Ich weiß. Das ist der Pfeil verknüpft! Ich weiß doch. Oh! Au. Ich. Tut mir leid, ich weiß. Ich hab gesagt, er ist böse! Oh. Oh. Oh nein. Junger Mann! Ja, es tut mir leid, ich kann das nicht. Ihr müsst mir zeigen, wie man ein Superheld wird. Ich weiß doch nicht, wie das funktioniert. Ich bin ein ganz normaler Junge. Ich weiß ja nicht. Luis, das ist dann deine Verantwortung. Ja, ich übernehme die Verantwortung. Und ich meine, es ist ja auch gut, der hätte mit dem Anzug was ganz anderes machen können. Aber der ist doch hier und nett. Papa Octopus, was sagst du? Luis. Ja? Ich vertraue dir, mein Sohn. Bring ihm alles bei. Und dann darf er vielleicht vor der Tür schlafen. Bin ich jetzt auch ein richtiger Superheld, so wie ihr? Ja, Lumi! Wow! Okay. Luis, darf ich jetzt auch bei euch schlafen und essen und trinken und alles? Na klar, du wohnst nur bei uns und wir retten zusammen die Welt! Okay, Leute. Warte, ich probiere es nochmal. Und. Wow! Leute! Oh, warte! Ich hab's langsam raus, Luis! Schau dir das an! Richtig gut! Und zack! Wow! Oh, hast du das gesehen? Das war richtig gut! Oh, Leute! Ich bin langsam ein richtiger Superheld! Okay, Leute! Ich glaube... Oh, Luis, nochmal vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. Ich vermisse aber trotzdem meine eigentlichen Eltern. Wir finden die! Okay, solang bleibe ich hier bei euch, ein Superheld. Und wenn ihr wollt, Leute, dass ich meine richtigen Eltern wiederfinde, vielleicht vertragen die sich ja mit den Superhelden und dann werden wir eine große, starke Superheldenfamilie. Wenn euch das gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und checkt natürlich meine Freunde ab. Und ansonsten, Leute, vergesst nicht, da drüben ist auch noch ein cooles Video. Checkt das unbedingt ab. Kommt schon, drückt da drauf, Leute. Dankeschön.